Also bitte keine falsche Bescheidenheit davon, Bernd, wären noch zwei, drei Tische frei. Der Herr Langer freut sich auch über Begleitung. Gut, so, ich darf alle ganz herzlich willkommen heißen. Es freut mich, dass wirklich so viele eigentlich der Einladung gefolgt sind. Wir hätten mit ca. 20 gerechnet, so haben wir das auch hier konzipiert. Es ist toll, dass also trotz dieses schlechten Wetters so viele gekommen sind. Mich selber, glaube ich, brauche ich in diesem Kreis nicht vorzustellen, die mich nicht kennen. Mein Name ist Martin Wex, ich bin Vizebürgermeister dieser Stadt und ich habe die Aufgabe, durch diesen heutigen Abend durchzuführen. Ich darf ganz herzlich begrüßen auch den Geschäftsführer des Tourismusverbandes Schwarz. Es ist schön, dass er bei uns ist, den Markus Schmidt. Es haben einige angerufen, die sich für heute Abend entschuldigen lassen. Da zählt mein Bürgermeister dazu, da zählt der Vomper-Bürgermeister dazu, da zählt der Herr Merck aus Wehr dazu und. Das könnte man recht lange fortsetzen. Da gibt es ja mehr, gell? In der Richtung. Als Spielregel wünsche ich mir für den heutigen Abend, dass wir hier fair bleiben, dass es kein Abend der gegenseitigen Vorwürfe wird oder der Abrechnung. Es soll ein Abend sein, wo ein konstruktiver Geist herrscht, wo wir nach vorne schauen und wo wir alle gemeinsam versuchen mögen, konstruktiv für diese Region zu arbeiten. Ich möchte auch ganz am Anfang noch festhalten, dass ich selbst keinerlei Ambitionen habe, im Tourismusverband ein Amt einzunehmen oder eine Funktion zu bekleiden. Deshalb vielleicht die Frage, warum ist es mir so wichtig, warum engagiere ich mich da dabei, warum habe ich dieses Engagement, mich hier einzubringen. Ich habe also gerade als Wirtschaftsreferent in den letzten Jahren immer wieder Kritik gehört am Tourismusverband, an der Art der Führung, an der Verwendung der Gelder und ob berechtigt oder nicht, es gibt sie und ich habe auch immer mehr Resignation erlebt, dass sie sagen, ja, was interessiert mir das noch eigentlich, der soll doch machen, was er will und das ist etwas, was ich nicht ausstehen kann. Also wenn einem etwas nicht passt, dann zu sagen, ich tue nichts mehr, das kann es nicht sein und ich bin dann froh gewesen, dass ich auch Leute gefunden haben und sich jetzt immer mehr auch bei mir, bei uns auch melden, die sagen, ja recht habt, jetzt stehen Neuwahlen an und wenn man sich einbringen möchte, wenn man was bewegen möchte, dann ist jetzt die Gelegenheit, diesen frischen Wind hier zu sehen und einzupflanzen und darum geht es. Denn Jammern allein bringt nichts, wenn dann braucht es Vorschläge, braucht es Engagement und deshalb sind wir heute hier, euch davon ein bisschen mitzugeben, was für Vorstellungen hat diese Gruppierung. Und wir machen es bewusst ganz offen und nicht im stillen Kämmerlein. Es war ja bisher oft so, dass also bis zur letzten Sekunde taktiert worden ist, wer outet sich, wer ist wo dabei, wann kommt welche Liste. Wir sagen ganz bewusst, wir haben noch keine Liste, sondern wir haben Leute, die angreifen wollen, wir haben Leute, die ein Feeling mitbringen, Leute, die sich einbringen wollen und die offen sind, auch für andere, die Ideen einbringen wollen, die bereit sind, ebenfalls dort mitzumachen. Und dieser heutige Abend dient also einerseits der Präsentation und ganz klar auch der Motivation, die anstehenden Wahlen am 20.11. zu nutzen, wenn immer man die Stimme gibt. Das ist aber jedem wirklich selber offen, aber es ist wichtig, dass es Vielfalt gibt und dass es Alternativen gibt. Wo wir kurz festhalten, worum geht's? Ich darf das vorlesen, wir sind ein freier
Partei, sowohl politisch unabhängiger, überregionaler Zusammenschluss, also weder gewerblich organisiert noch vereinsmäßig organisiert, von einfach engagierten Personen und Institutionen, die sich der Bedeutung des Tourismus in der Silberregion Karwendel bewusst sind und durch ihr Wissen, ihre Erfahrungen und Kontakte zu dessen nachhaltiger Entwicklung beitragen wollen. Das heißt also, es wird niemand ausgeschlossen, es braucht Know-how dort drinnen, es macht keinen Sinn, vielleicht nur Schwarzer zu haben, es macht keinen Sinn, nur Tagestouristiker zu haben oder nur Beherberger drinnen zu haben. Es geht um Kompetenzen und wer mitmachen will, kann mitmachen. Die Mitarbeit ist gewünscht und die Ideeneinbringung aller touristisch interessierten Personen an unseren Lebenswirtschafts- und Tourismusraum ist ausdrücklich erwünscht und wird durch breite Beteiligungsprozesse sowie transparente Verfahren unterstützt. Dazu werden wir ein bisschen mehr danach noch erzählen. Es geht also auch um die Positionsfindung, aber auch um den Dialog. Wir wissen, dass wir als Region sicherlich ein hohes Potenzial auch im Tourismus haben und gerade mir ist absolut bewusst in der Silberstadt Schwarz, dass wir gewisse Frequenzen alleine mit den Schwarzern und Schwarzerinnen nicht schaffen werden. Wir müssen so attraktiv werden, dass also auch der Tagesgast oder die Gäste bei uns sich wohlfühlen. Wir sehen den Tourismus in der Region als wichtige wirtschaftliche Säule. Durch dessen konsequente Stärkung und Positionierung kommt es zu einer erhöhten Wertschöpfung und Sicherung und Steigerung von Arbeitsplätzen in der Region. Gesetzt wird dabei auf eine klare strategische Vorgangsweise und die aktive Einbindung aller relevanten Interessensgruppen. Das heißt also ganz drunten auch, es geht auch darum, nicht die Touristiker als Touristiker zu sehen, sondern in einem Netzwerk mit den Gemeinden, mit der Wirtschaft, aber auch mit den benachbarten Regionen, weil dem Gast ist es völlig wurscht, ob der Achensee bei uns dabei ist oder bei der Region Achensee. Wir brauchen da sicherlich grenzüberschreitende Ideen. Gut. Das ist bereits gesagt, es gibt ja einen Leitsatz, Natur trifft Kultur und der gehört gestärkt und nachvollziehbar aufgebaut. Tja, das ist es soweit als Präambel. Wir haben nun uns das ein bisschen aufgeteilt. Es geht in den Bereichen Inhalte, Marketing, Sponsoring und Strukturen. Es darf auch durchaus dann gefragt werden in den einzelnen Bereichen eine kurze Diskussion, gerade zum Ablauf. Wir versuchen das wirklich jetzt innerhalb circa einer Stunde rüber zu bringen. Wir dürfen danach auch noch auf ein Glas bzw. auf ein paar Brote einladen, damit also dann im direkten Dialog auch noch die Möglichkeit besteht, das eine oder andere zu schärfen. Wenn aber gleich Fragen unter den Nägeln brennen oder was loswerden will, selbstverständlich jederzeit. Und ich darf jetzt das Mikro an den Andreas Hennewein übergeben. Ja, danke vielmals. Meine Damen und Herren, schönen guten Abend. Ja, wir haben also in dieser Arbeitsgruppe in den letzten Wochen und Monaten versucht, einmal eine Art Positionspapier auszuarbeiten, das jetzt noch nicht die Lösung darstellt für all die möglichen Herausforderungen oder ich will das Wort Problem gar nicht sagen, sondern was so eigentlich unsere Schwerpunkte sind, wo wir sagen, da würden wir gerne anpacken oder das wären die Rahmenbedingungen, die wir als geeignet ansehen, damit einen starken und guten Tourismusverband für die Zukunft aufzustellen. Und da ist mir ganz besonders wichtig, dass es nicht darum geht, heute zu sagen, der Tourismusverband hat was schlecht gemacht oder die Menschen, die da drinnen sind, die Personen sind nicht fähig, ganz im Gegenteil. Wir wissen alle, wir haben einen der gesündesten Tourismusverbände, die haben sogar Rücklagen, wer kann das noch sagen? Und wir haben auch entsprechende Strukturen, die lassen nur das, was wir glauben, das ist, dass sich derzeit das ganze Umfeld und auch die Zukunft so rasch verändert, dass es jetzt einfach an der Zeit ist, Rahmenbedingungen zu schaffen, die lernen, umzugehen mit diesen Veränderungen. Und um das geht es uns eigentlich. Und ich sage ganz ehrlich, mir wäre am liebsten, wenn alle bestehenden Personen, die heute mitarbeiten, da auch in diesem Sinne mitarbeiten, dass es gar nicht um diese Diskussion geht, wer ist drinnen oder wer ist nicht drinnen. Erstens ist es so, dass ich
jeden zweiten Tag mindestens in irgendeinem Hotel schlafe und damit auch immer mit dem Ausland gefragt werde, wo man herkommt. Und dann muss man versuchen zu erklären, was das für ein Ort ist und was für eine Gegend ist. Und dann kriegt man die interessantesten Rückmeldungen. Und daraus hat sich vor 5 Jahren entwickelt, die Idee auch in die Thema Hotellerie einzusteigen. Und ich bin also ein Partner von Martin Binderl, wo wir gemeinsam das Konzept vom Stay-in-Hotel entwickelt haben. Sehe mich aber hier in der Rolle jetzt nicht als Hotelier, wenn man das so sagen darf, sondern mit diesem Thema strategischen Ansatz. Von daher die Inhalte sehr stark geprägt. Diese Zukunftsgestaltung. Was wollen wir ganz konkret bewirken? Wir sind der Meinung in unserer Gruppe, dass eine ganz klare strategische Positionierung unseres Tourismusverbandes einfach notwendig ist. Da wird es sicher auch einiges bereits geben, aber die Frage ist einfach im Sinne des Leitbildes, im Sinne eines Strategiepapiers, wo stehen wir heute, wo gehen die Veränderungen hin und was müssen wir ganz konkret tun? Wir brauchen sicher 5 Jahre, um eine strategische Positionierung nachhaltig, wirksam in den Köpfen unserer Wirtschaft vor Ort, aber auch in den Köpfen unserer gewünschten Gäste zu verankern. Also eine klare strategische Positionierung, Erarbeitung eines Leitbildes, das treibt uns ganz, ganz stark. Man spricht auch von dieser sogenannten SWOT-Analyse, das heißt festzustellen, wo liegen eigentlich unsere Stärken, was haben wir zu bieten, was sind unsere Schwächen, auch zu sagen, was können wir als Tourismusverband tun, was müssen wir tun, um unsere Mitglieder von den Schwächen zu den Stärken zu bringen, was birgt das Ganze für Chancen, aber was birgt das natürlich auch für Risiken. Immer wenn man von einer bestehenden Positionierung vielleicht etwas abweicht, muss man immer kritisch fragen, bringt es das und um wie viel stärkt uns das insgesamt in der Gruppe. Was wir wollen, immer diese englischen Ausdrücke, diesen USP, diesen Unique Selling Proposition, das heißt ein Alleinstellungsmerkmal für die Silberregion, langsam sprechen, Silberregion Cavenza. Wir haben Dinge, die anderen tatsächlich nicht haben. Und die Frage ist, ist uns das selber eigentlich bewusst, was wir haben? Wenn man viel im Ausland ist, dann wird es einem bewusst, was man hat. Und genau diese Dinge aufzugreifen, auszuarbeiten und das ganz, ganz stark nach vorne stellen und hier dieses Profil entsprechend zu erledigen. Dann, und das ist sicher auch etwas, was mich ganz besonders treibt, wir sind mit Sicherheit, und da ist meine persönliche Meinung, muss das nicht von der Gruppe mitgetragen werden, wir sind nicht diese Region mit diesen umwerfenden Ferientourismus angeboten, aber was man bei uns wahrscheinlich immer noch etwas unterschätzt, ist eigentlich dieser Tagestourismus. Und dieser Tagestourismus, der soll nicht nur Betten füllen, dieser Tagestourismus ist eigentlich auch der Faktor, der uns alle als Wirtschaftstreibende, mich als Unternehmensberater ganz gleich, wie ein Geschäft in der Innenstadt, wie einen Bäcker in Fontrübner, wie eine Agentur in Jenbach, was auch immer, antreiben sollte, weil das die stärkste Wirtschaftskraft darstellt. Und deshalb würden wir in unserer Gruppe ein ganz klares Bekenntnis zum Tagestourismus ablegen und möchten auch hier an der Gewichtung der verschiedenen Initiativen arbeiten, damit es uns gelingt, eine Positionierung im Tagestourismus zu machen. Also das ist schon einmal eine ganz klare Aussage. Hier möchten wir klare Veränderungen in den Gestaltungen und wie es heute vielleicht von der Gewichtung her sich darstellt. Soll aber nicht bedeuten, dass wir vom Nächtigungstourismus was wegzwacken oder weggehen. Ich habe schon wieder gehört, ihr seid die, was uns das Familiennest nehmen wollen. Nein, ganz und gar nicht. Wir wollen niemandem was wegnehmen, sondern einfach schauen, passt es in die Gewichtung, passt es in die Strategie und können wir damit insgesamt in der Ausgewogenheit uns gut positionieren. Was mir auch ganz besonders wichtig ist und was wir auch vorantreiben in der Gruppe, das ist, dass wir hier vor Ort ein gutes Bewusstsein und Verständnis für den Tourismus schaffen. Ja, das heißt auch wirklich insgesamt alle, seien es Angestellte, seien es Unternehmer, an einen Strang zu ziehen. Und ich sage, für mich ist es auch schon eine ganz klare Positionierung, frag halt irgendjemand auf der Straße von uns, von wo bis wo geht die Silberregion Karwendel? Weiß das jemand aus eurer Nachbarschaft? Ist das überhaupt präsent? Welche Gemeinden sind da drinnen? Wo fängt das Ding an? Wo hört es auf? Warum Silberregion? Das heißt auch hier dieses Bewusstsein, warum ist Tourismus wichtig? Die sind nicht nur lästig, sondern die bringen uns auch was in der Wirtschaft und die schaffen uns Arbeitsplätze. Das sehen wir als Aufgabe hier in unserer Gruppe, dieses Verständnis entsprechend voranzutreiben. Natürlich, und da möchte ich jetzt dann mich kurz fassen, gibt es auch verschiedene ganz konkrete Themen, die wir anpacken, wie wir haben diesen Karwendelpark, wir haben natürlich auch heute unsere
einzelnen Silber- und Kulturthemen, die man in diesem, im Rahmen dieses Gesamtstrategiepapiers ganz klar herausstreichen sollte. Ist in den 5 Jahren dann auch mehr an Leuten gekommen in den einzelnen Jahren, weil man hat sich immer wieder beworben. Oder wie groß war eigentlich der Kapitaleinsatz für die ganze Geschichte und wie war die Wertschöpfung daraus? Das sind Fakten, Zahlen, Daten, die eigentlich auf den Tisch legen müssten und die ich gerne wissen würde, beziehungsweise die auch transparent sein sollen. Vor allem deshalb, weil sich der Aufsichtsrat, und das ist das wesentliche Thema, der Aufsichtsrat damit auseinandersetzen muss, weil der Aufsichtsrat ist nämlich ein ganz wichtiges Gremium im Tourismusgesetz verankert. Der gibt nämlich die Leitlinien vor, wo die Reise in der Region hingeht. Das macht nicht der Vorstand, sondern der Aufsichtsrat hat die Aufgabe, das kann man nachlesen im Tourismusgesetz, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn ich diese Fakten und Daten habe, dann komme ich natürlich dann drauf, ich habe eine positive Bilanz oder eine negative Bilanz. Und wenn die Bilanz positiv ist, dann muss es so sein, dass ich sage, okay, wie schaut die Zukunft aus? Deswegen DVB 2018. Wenn das Familiennest wirklich positiv ist, dann muss ich mir auch überlegen, was mache ich damit? Schaue ich mir nochmal diese Hauptmärkte an? Oder gibt es neue Märkte, was ich erschließen kann? Oder kann ich das Kapital vielleicht noch anders strategisch planen, dass ich mehr Leute herbringe? Und vor allem, und das ist das Allerwichtigste, und das ist mein persönliches Anliegen, diese Informationen, die da ausgearbeitet worden sind, die auf dem Tisch liegen, müssen allen Mitgliedern zur Verfügung stehen. Denn, und jetzt kommen wir aufs Planetarium zurück oder auf jede andere tagestouristische Einrichtung, die können vielleicht damit was anfangen, weil, wenn ich eine gute Idee dazu habe, wenn ich Informationen habe, könnte ich das Angebot erweitern, sag du, ich tat da ganz gern mit, ich würde mich so und so einbringen und dann habe ich ein neues Tool dazu. Und daher fordern wir einfach klare Transparenz von Daten, Fakten, Zahlen, die auf den Tisch stehen müssen, die einfach den Mitgliedern auch gesagt werden müssen. Weil dann kann ich wirklich strategisches Marketing machen. Und das ist mir persönlich ein wichtiges Anliegen und das ist eigentlich die ureigenste Strategie, die ein Verband haben muss, damit er langfristig erfolgreich ist. Aber der wesentliche Punkt, glaube ich, auch diese Erfolgskontrolle der eingesetzten Ideen, Gelder und Maßnahmen. Als nächstes an der Reihe wäre die Barbara Wildauer zu dem Bereich Subventionen, Sponsoring. Da geht da ein bisschen in Richtung Infrastruktur hinein. Hier ist, muss ich sagen, ist sehr viel passiert auch. Wir haben es also in den letzten Jahren durchaus geschafft, manche Dinge zu standardisieren. Wir wissen jetzt, was für ein Platzkonzert bezahlt wird. Wir wissen, was ein Ort oder eine Gemeinde für eine Weihnachtsbeleuchtung bekommt. Wir haben aber ein paar offene Punkte natürlich, die dann alsbald geklärt werden müssen, wie die Wegerhaltung und diese Dinge, wo es dann einfach ganz klar am Beginn der neuen Periode auch Commitments brauchen wird. Ich darf jetzt die bitten, Barbara, um deine Ausführung. Darf ich mich noch ganz kurz vorstellen? Also mein Name ist Barbara Wildauer, ich bin Inhaberin einer Werbeagentur in Jenbach und damit auch Mitglied des Tourismusverbandes Silberregion Karwendel. Wir haben in Jenbach die Situation, dass ein Vorstand und auch Aufsichtsräte aus der Marktgemeinde Jenbach, also das sind Betriebe aus der Marktgemeinde Jenbach, die nicht mehr antreten zu den Wahlen und haben uns im Sommer unabhängig auch schon Gedanken gemacht, wie das für Jenbach dann ausschauen kann, ob man dann gar niemanden mehr in den Gremien des Tourismusverbandes stellen oder sitzen haben. Und wir haben uns im Sommer auch unabhängig von diesen Überlegungen mehr oder weniger unfreiwilliger ein bisschen mit der Infrastruktur unserer Wanderwege auseinandersetzen müssen. Und im Zuge der Beschäftigung bin ich einfach gemeinsam auch mit den Betrieben doch auf die eine oder andere Unzufriedenheit auch gestoßen. Ich denke mal, es gibt im Tourismusverband Silberregion Karwendel, ich möchte jetzt nicht sagen wenig Verständnis, aber vielleicht wenig Sicht auf die Grundlagen, die
die Tourismusregion ausmachen. Und das fängt ganz einfach bei schön gestalteten, gepflegten Wanderwegen an. Und wir haben auch versucht, das zu verbessern, auch gemeinsam mit Markus Schmidt. Also es gibt da Vorschläge, es gibt auch Zusammenarbeit. Und ich denke mal, in der Richtung müssen wir und sollten wir besser werden. Und ich habe auch alle Betriebe in Jenbach eingeladen, auch mitzuarbeiten und mitzutun. Und habe festgestellt, es sind viele, wir haben eigentlich schon ganz, ganz lang nichts mehr beim Tourismusverband gemacht. Und das, denke ich, ist eine schlechte Ausgangssituation. Und das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, dass man mehr Meinungen hineinbringt. Wir haben ganz unterschiedliche Zugänge, wir haben ganz unterschiedliche Betriebe. Wir haben von Ein-Personen-Unternehmen, die im Einzelhandel tätig sind, über unsere Tourismusunternehmen bis zu Industriebetrieben Mitglieder des Tourismusverbandes, von denen sich sehr viele auch aktiv einbringen, wenn sie dazu die Möglichkeiten, die Gremien, die Ansprechpartner finden. Ich habe heute ehrenvolle Aufgabe, den Bereich Subvention und Sponsoring kurz vorzustellen. Es gibt eine Struktur im Tourismusverband, die ganz, ganz maßgeblich von Vereinen, von Kulturschaffenden, auch von Einrichtungen und Betrieben getragen wird. Das fängt bei den Trachtenvereinen an, das sind die Bundesmusikkapellen. Und es gibt aber noch eine Vielzahl von weiteren Vereinen, die wünschen sich einfach mehr, Aufmerksamkeit auch durch den Tourismusverband. Wir haben in Jenbach die Situation, wenn eine Sportveranstaltung stattfindet, dann ist es selbstverständlich, dass die Tourismusregion Aachensee einen Zielbogen aufstellt und einfach bestimmte Mittel zur Verfügung stellt. Das sind gar nicht immer finanzielle Mittel, das ist sehr oft einfach auch Unterstützung. Das fängt manchmal bei Besen und Schaufeln an und ja, formt sich sehr unterschiedlich aus. Und dazu braucht es gibt ja Kriterien für Subventionsvergaben des Tourismusverbandes. Es gehört dazu aber auch eine ganz starke Basis und Verbundenheit mit diesen Vereinen, die genau diese Kultur ja tragen und schaffen, die dann der Tourismusverband ja zum Beispiel in der Silberzeit oder bei allen Aussendungen auch wieder bewirbt. Und da geht es mir darum, dass einfach dieses gegenseitige Verständnis, diese Vernetzung, diesen Austausch, dieses sich auch gegenseitig kennenlernen und wissen, was der andere tut, auch was die andere Gemeinde tut oder was dort passiert, zu verbessern. Das Ganze reicht dann, wie gesagt, es fängt bei den Wanderwegen an oder bei noch kleineren Dingen. Es gibt auch weitere, auch größere Infrastrukturprojekte, die in den nächsten Jahren, manche sind bereits angegangen, aber die einfach auch konsequent weiter verfolgt werden müssen, wo man auch innerhalb des Verbandes sich einigen muss und einfach Strategien und Zielsetzungen auch klar und transparent erarbeiten muss. Das fehlt nicht nur mir jetzt persönlich, sondern das höre ich aus vielen Gesprächen mit den Tourismusunternehmen, dass das einfach nicht klar ist, wo die Reise hingeht. Was für uns auch in Jenbach, wir sind ja am Rande sozusagen des Geschehens, am Eck des Tourismusverbandes. Wir brauchen Zusammenarbeit mit den Nachbarregionen und möglicherweise auch weit darüber hinaus. In Jenbach ist zum Beispiel völlig klar, dass Langlaufen gegen Jenbacher natürlich in Bertisau, wo sonst. Und der Tourismusverband Aachensee, da kann ich eine Jahreskarte oder Saisonkarte lösen. Und da geht es auch um ganz konkrete Vereinbarungen und auch Zusammenarbeit mit den Regionen. Das Gleiche gilt bei uns im Übrigen für das Ziel.
Sillertal, weil das ist genauso nahe und wir haben auch da mit von der Gemeinde, von Seiten der Gemeinde her, ein sehr gutes Einverständnis und ich glaube, wenn wir uns da alle anstrengen, dann können wir da sehr viel zusammenbringen. Danke sehr. Potenziale nützen auf der einen Seite, auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch, dass man Geld nicht drucken kann. Wir haben ungefähr 1,8 Millionen Budget, davon wissen wir, was die Bediensteten ausmachen, was überbleibt sozusagen. Es wird einfach evaluiert und nach guten, klaren und von vielen oder von allen getragenen Kriterien verteilt, dass man weiß, da brauche ich jetzt wirklich nicht ansuchen, weil für das gibt es nichts. Also man wird nicht alle Erwartungen erfüllen können, das ist auch uns bewusst, aber es muss nachvollziehbar sein. Ich darf jetzt, nachdem wahrscheinlich manche gedacht haben, wenn jetzt nur noch irgendwelche PR-Marketing-Menschen, wo bleiben die Touristiker selbst, jetzt freut mich, dass der Peter Unterlechner da ist, vom Graf Master Pionier, was auch die Hotellerie betrifft, immer neue innovative Wege, die also auch dieses ganzheitliche Denken, also ich empfinde das zumindest immer, wenn ich bei euch bin oder von euch etwas bekomme, dass du da bist. Und jetzt hat mir fast gesagt, alter Hautegen in diesem Bereich, der Christian Schöser, der natürlich von Kindesbeinen an dieses Handwerk gelernt hat und als Eigentümer, Geschäftsführer des Goldenen Löwens weiß, wie der Hase läuft. Und der einfach sagt, okay, ich will mich weiterhin einbringen, er hat es ja bisher getan, er war ja Aufsichtsratsvorsitzender bisher und wie der Axel Krieger ausgeführt hat, der Aufsichtsrat kann Leitlinien vorgeben. Uns liegt es daran, im Aufsichtsrat ein neues Denken mit einzubringen. Dazu zählen auch strukturelle Veränderungen in den Prozessen und dazu Christian, bitte die Oberausführung. Danke Martin, auch meinen Namen schon genannt. Aus der Person brauche ich eigentlich immer viel. Martin hat eigentlich das meiste gesagt, die Vorredner haben auch viel aus dem Mund genommen. Ich stehe da eigentlich jetzt in der Runde als der Unternehmer, der was im Grunde genommen in den Tourismusbereich eigentlich eingefällt, gleichzeitig aber als Aufsichtsratsvorsitzender vom Verband. Man hat in den letzten Jahren Erfahrungen gemacht in der Arbeit, dass vor allem durch die verschiedensten Strukturen im Verband, vor allem in Linntal vorher, die unterschiedlichsten Auslegungen, ob das langzeitmächtig ist, Kurzzeit, ich möchte das jetzt gar nicht alles aufzählen, was da eigentlich hat, haben sich halt zahlreiche Probleme ergeben, wo die Arbeit dann relativ schwierig war. Wir haben uns da ein bisschen was überlegt, wie könnte man das einfach einfacher machen, oder was könnte man tun, man hat da schon gehört, SWOT-Analyse und all solche Sachen. Für mich sind eigentlich ganz wichtig, also ein paar Punkte, um die Arbeit des Vorstands, Aufsichtsrats und natürlich auch Geschäftsführer vom Büro dann zu vereinfachen. Wichtige Aufgabe für mich war einfach Entwicklung von einem Aufgabenprofil für Vorstand, Aufsichtsrat und Mitarbeiter. Basieren sollte natürlich auf das angestrebte Leitbild vom Verband sein. Eine klare, transparente Investitionsplanung, Budget für das Jahr mit Möglichkeiten der Einsichtnahme für die einzelnen Unternehmer auch, um unter Umständen die Linie, was auf ein Hotel gehen möchte oder ein Betrieb gehen möchte, dass er sich unter Umständen auch anpassen kann an die Linie des Verbandes oder sich seine Nische suchen oder natürlich dann auch mitbetreut werden sollte. Na, sollte es dann an das Leitbild, also transparente Entscheidungen geben, wo jeder nachvollziehen kann, wie ist die Entscheidung zustande gekommen. Na, ganz wichtig wäre für mich natürlich die Zusammenarbeit und Synergieentwicklung mit den benachbarten Tourismusverbänden, Gemeinden, um vielleicht in deren Fahrwasser unser Image ein bisschen zu heben. Ganz wichtig auch das Image der Region, also sprich die Zusammenarbeit des Gastes mit dem Einheimischen wieder zu verbessern, wo meiner Meinung nach die letzten Jahre viel verloren gegangen ist. Nachher Ausschreibung auf Aufgabenprofile und Zielvorgaben für Geschäftsführer und den Mitarbeitern und daraus entsprechend einige andere Punkte, also wie Erfolgskontrolle, jährliche Treffen eben zwischen den einzelnen Gremien, kommt man vielleicht wieder zurück auf die Ortsausschüsse, wo vielleicht dann plötzlich dann wieder Freude weitergegeben wird, dass sie wieder was arbeiten möchten, weil bis jetzt war es eigentlich so, die meisten haben gesagt, ja warum soll ich überhaupt was tun, der Verband tut sowieso nicht das, was wir wollen. Ist nicht die richtige Aussage.
sollte wieder so sein, dass wir alle dazu bereit sind, den Verband gemeinsam nach vorne zu schieben, natürlich unter Vorgabe von gewissen Strukturen. Positionierung der Region ist gefallen. In der Folie war auch das viel strapazierte Schlagwort der Nachhaltigkeit. Ich darf jetzt ein Betontreffen noch mal kurzes Wort bitten. Danke vielmals. Schönen Abend auch von meiner Seite. Wer mich noch nicht kennt, Peter von Graf Maas, bin sozusagen jetzt in dieser Runde bin dazugestoßen als euphorischer Touristiker, würde ich sagen, habe jetzt wenig beigetragen zu den Inhalten bis dato. Bin mit dem Thema beschäftigt und bin ganz froh, dass es eine Initiative gibt, wo ich mich anschließen kann, wo ich mich einbringen kann, die sehr offenbarig ist, und freue mich auf eine touristisch befruchtete Zukunft. Und ein bisschen euphorisch bin ich auch heute gekommen, weil ich gestern Abend einen sehr prestigeträchtigen Preis gekriegt. Ich habe mich beworben bei der UGAS für den Innovations-Award in Richtung Nachhaltigkeit und Energieeffizienz, und den habe ich mit in die Silberregion bringen dürfen. Wir haben diese Konkurrenz gewonnen, war eine große Gala mit über 600 Teilnehmern gestern in Salzburg, und dann war ich so wieder. Einstellungen, die wir da in Graf Maas sozusagen über Jahre schon machen, haben wir da sozusagen Erfolg gehabt, und ich bin auch ganz sicher, dass wir in Schwarz und Umgebung mit der Silberregion beste Potenziale haben, und da würde ich gerne meinen Teil beitragen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Danke. Ich darf jetzt, weil er sich so reingeschlichen hat, den Vizepräsidenten des Tiroler Landtages, mir sagen alle Hermann zu ihm lassen. Servus Hermann, und auch der Egi Rieger und der Kollege Kirchmeier ist da. Das zeigt also auch, dass das keiner Farbenlehre unterliegt sozusagen, sondern dass wir da sehr, sehr breit aufgestellt sind. Wir sind somit jetzt mit den Folien durch, und natürlich gibt es ein Ziel. Wir wollen als Gruppierung überzeugen, wir wollen zur Mitarbeit einladen, wir wollen klarerweise mitreden, wir wollen, dass möglichst viele mit dieser Denkweise in den Aufsichtsrat kommen. Darum werden wir also auch mit einer Liste, die noch nicht besteht, wo wir aber auch alle einladen, die interessiert sind, daran teilzunehmen. Es wird eine kompetente, ausgewogene Liste mit Sicherheit werden, um im Aufsichtsrat dieses Gedankengut dann auch weiterzuführen. Dazu laden wir ein, dazu muntern wir auf. Vielfalt hat noch nie geschadet. Wer meint, dass es passt, wie es ist, hat eine Wahl sozusagen, und wer meint, es braucht ein bisschen was anderes, der hat jetzt auch eine Alternative. Das wollten wir heute aufzeigen, und wir stehen natürlich jetzt in Einzelgesprächen oder wenn jemand in der Runde etwas sagen möchte, bitte, das Mikrofon steht jedem zur Verfügung. Wir sind kritikfähig und wir schreiben das auch auf, und dieses genannte Positionspapier liegt, glaube ich, zum Teil dann auf, kann aber ab morgen auf der Facebook-Seite von uns DVB 2018 auch abgerufen werden. Es gibt also von unserer Seite hier keinerlei Geheimnisse, und wir sind dankbar um jede Anregung. Bitte. Gibt es Fragen in der Runde? Interessiert jemand was? Ja, bitte. Ja, bitte. Eigentlich ist Interesse von schon mit dem Wertwerk. Ihr merkt es, also die Wertwerker sind sehr interessiert an dem, was da im DVB sich so tut. Das ist eine interessante und wichtige Wahl, die da ins Haus steht. Ich hätte zwei Fragen. Das eine ist, woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass es notwendig ist, eine Bewegung DVB 2018 zu machen? Weil es sind ja einige schon in Funktionen gewesen. Ist es so aussichtslos, dass man sie einbringt? Ich gehe sehr viel zu DVB-Versammlungen, weil ich bin ja noch relativ frisch gefunden in der Region. Ich bin erst seit 4 Jahren wieder zurück aus meinem früheren Leben und habe mich in den Tourismus in die Silberregion geworfen. Nur ich muss sagen, wenn mir ein Wanderweg am Wertberg passt, und da bin ich so relativ viel selber unterwegs,
dann schaue ich, dass das gemacht wird mit der Gemeinde und mit der EVB. Und ich habe bis jetzt, ich will jetzt da niemanden loben oder sonstiges, aber ich habe noch keine Schwierigkeiten gehabt. Wenn wir im Ortsausschuss in Wertberg uns zusammenhocken, wir sind relativ gut vernetzt, wir hocken nicht alle Wochen zusammen, es ist nicht notwendig, aber wenn, dann funktioniert das. Also ich glaube, die Frage ist halt die, warum braucht man die Bewegung, woran ist es Ihrer Meinung nach gelegen, dass es überhaupt notwendig ist und dass man vorher nicht das auch machen kann. Ich sage mal, jede Konkurrenz belebt das Geschäft, neue Ideen sind dramatisch notwendig überall. Das wäre mal die erste Frage. Und die zweite, wir leben ja Gott sei Dank nicht nur vom Wintertourismus, sondern ich natürlich mit einem Schwannerlift hinter der Haustür. Deswegen würde mich sehr interessieren, was so eure Richtung ist, was den Wintertourismus betrifft, weil der würde mich auch interessieren. Wer soll die Fragen beantworten? Wer macht? Wer meldet sich freiwillig? Wer ist denn zuerst? So, hallo Resi. Mich betrifft es eigentlich eher in gewissem Maße, weil ich auch bei den meisten Vorstandssitzungen mit dabei, wenn es so Diskussionen gibt. Einmal grundsätzlich, allein schon durch die Lage gibt es bei uns also relativ viel unterschiedlich strukturierte Betriebe. Momentan die Linie des Verbandes ist eigentlich eher auf Nächtigungstourismus ausgerichtet. Kann man teilweise auch aussagen, wo heißt ja, Kurzzeittourismus ist also nicht so interessant, ist vielleicht die Nachhaltigkeit nicht gegeben. Und die Entwicklung von den Strategien, wie sie momentan ausgelegt wird, gibt für viele Betriebe Kritikpunkte an meinerseits. Ich kann mit der Sache gar nichts anfangen. Ich sage mir aber trotzdem, ich zahle genauso mit ein und habe auch theoretisch das Recht, dass der Verband sich für mich engagiert. Es passiert immer wieder, wenn man Kritik übt, dann kommt die erste Frage, Marco wird es vielleicht bestätigen können, was soll man für die tun? Ich sage eigentlich am Umkehr, wir zahlen genauso mit. Mitarbeiter kostet auch ein bisschen was und erfordere also das gleiche Recht, dass sich er für mich oder für uns genauso den Kopf zerbricht, als wir für die andere Linie. Das sind dann, sagen wir, die zwei Sachen. Also, man hat das versucht, also die ersten zwei Jahre im Aufsatz war ein bisschen das Denken ein bisschen zu schärfen. Man hat gesehen, der bestehende Aufsatzrat ist nicht interessiert, weil man selber gesagt hat, ja, vielleicht wahrscheinlich aufgeben, wie es ist. Ich habe mir gesagt, warum soll man sich da jetzt mal die Diskussion antun und da Kreppeln anfangen? Es kommt theoretisch immer noch Unruhe aus, man muss sich halt dann das nächste Mal dann bemühen. Und das war eigentlich der Grund, warum ich eigentlich mich jetzt da in diese Arbeit mit einbringen will. Es hat teilweise auch Entscheidungen gegeben, wo teilweise voreilige Schlüsse gemacht werden seitens des Vorstands. Mit gewissen Leuten kann man nicht arbeiten, ich will das nicht wegwaschen, das ist also nicht unsere Sache. Wir wollen mit jedem arbeiten. Jeder, der was gute Ideen in die Sache einbringt, auch für jede passierende Sache, soll da mitarbeiten. Ich hoffe, das war deine Beantwortung. Das ist die Frage 1 und die Frage 2 war dann, glaube ich, Sommer und Winter und hat sich speziell auf den Winter bezogen, also da wäre wieder der strategische Ansatz ja jener, wirklich zu schauen, was haben wir in unserer Region, was wir im Winter verkaufen können. Wir haben jetzt nicht das riesengroße Skigebiet, der Skilift wäre eine eigene Diskussion, da kann auch regional meiner Meinung nach gedacht, und das sage ich jetzt als Schwarzer, und da will ich auch die Liftdiskussion, das ist eine politische, die werden wir jetzt da nicht führen. Der Tourismusverband hat ja da ein klares Bekenntnis abgelegt, dass wenn was kommen würde, dass er entsprechend stark mit dabei wäre. Und aufgrund dieser dann festgestellten Stärken, die können dann ausgebaut. Und da wird es wahrscheinlich im Dialog wieder mehrere Meinungen geben. Ich kann mir vorstellen, dass da auf das Schneeschuhwandern eher kommt und da der Liftbetrieb und die große Wehrerlösung. Aber man muss also mit den gegebenen Möglichkeiten und den Potenzialen, die man outet, sich dann positionieren. Andi, du vielleicht? Also zum Winter habe ich nichts dazu beizutragen, weil ich denke, wenn es uns gelingen würde, dass alle, die das Skigebiet eigentlich schätzen, aufgehen, nach ein paar hundert Mal so viel los. Weil es ist immer nur ein schönes Skigebiet und das, was getan werden muss, ist klar. Und es ist ganz interessant, dass immer wieder Gäste kommen, die auch solche kleinen Skigebiete sehr schätzen und dann ganz begeistert sind, was es für Möglichkeiten gibt. Was ich aber noch gerne ganz konkret sagen möchte, ich bin zuerst einmal so vor 5 Jahren, wie wir uns mit dem Hotelprojekt beschäftigt haben, zu so einer Tourismusverbandssitzung gegangen, nachdem ich ungefähr 20 Jahre vorher den Ratschein mehr oder weniger widerwillig eingezahlt habe. Und was für mich vollkommen unvorstellbar vor 5 Jahren war, das ist, ich sitze bei einer Vollversammlung
wo über ein Budget von 1,6 Millionen Euro abgestimmt worden ist. Und alle haben die Hand gehoben und es ist gar nicht gesagt worden, dass es einen Budgetplan gibt, was mit dem Geld passiert. Wenn ich das beim Fußballverein mache, muss ich sofort zurückkriegen. Und das, ja, es ist rechtlich okay, aber da muss ich dann nochmal sagen, kann es sein, dass ich im Jahr 2013, 2014 bestehende Strukturen einfach fortschreibe und sage, ja, wir geben 300.000 Euro für Briefmarken aus, geben halt nächstes Jahr 305.000 Euro für Briefmarken aus. Oder muss ich da mal nachdenken, wo geht es eigentlich hin? Kriegen wir überhaupt mit Briefmarken nur die Leute? Oder bewegen sich die woanders? Und das war nämlich strategisch denken. Wenn ich halt was brauche vom Tourismusverband, ich kriege es. Weil die Leute gut arbeiten, fair sind und da gibt es kein Problem. Das ist aber nicht das Thema, ob ich da eine Parkbank habe und da eins kriege. Sondern ich glaube, wir müssen uns darüber überlegen, wie können wir die vorhandenen Mittel, die uns alle abgezogen werden, das sind Zwangsmitgliedsbeiträge und eigentlich hasse ich die wie die Pest, dass ich da mitbestimmen kann, wie steuern wir die und wie setzen wir die so ein, dass möglichst ein breiter Return rauskommt und nicht sehr einseitig. Und das ist jetzt kein Vorwurf, sondern es hat sich eben unsere Region verändert und ich bin Strategieberater, diese Region wird in 10 Jahren nicht so ausschauen, wie sie heute ausschaut. Und ich war letzte Woche eingeladen in Oberhausen, im Ruhrgebiet drinnen, da war eine große Tourismusdiskussion und da ist es darum gegangen, was haben die mit den aufgelassenen Zechen gemacht. Und da gibt es einen alten Gasometerturm, der war kurz vorm Abreißen, das ist das hässlichste Ding, was man sich in ganz Europa vorstellen kann. Heute haben die da drinnen 500.000 Besucher und generieren daraus 240.000 Nächtigungen nur mit dem einen Gasometer, weil da von Christo, von dem Verhüllungskünstler, ein Luftballon drinnen ist. Und vor 5 Jahren wollten sie ihn abreißen. Und das war eine Strategie. Wir haben Industrie, wir haben Gewerbe, wir haben nicht nur einzelne Tourismusbetriebe. Ich glaube, man muss wieder mehr das Große und Ganze in den Vordergrund stellen und sagen, wie können wir die Mittel einsetzen. Das würde mich sehr bewegen, muss ich sagen. Unsere Parkbanken kriegen wir und unsere Wanderwege kriegen wir an, sonst machen wir sie uns selber. Aber wir müssen in die Zukunft schauen. Das wär mein Anliegen, das Einzige, was ich habe. Wanderwegen. Sagen, die Wanderwege sind ein Synonym. Auch Jenbach hat im erstens einmal sehr schöne Wanderwege und auch Spazierwege im Ortsnahenbereich und auch darüber hinaus. Wir können uns die Wanderwege auch selber pflegen und herstellen und machen. Das ist nicht das Problem. Ich würde mir nur wünschen, dass unsere Wanderwege, das sind wichtige Naherholungsgebiete für die Bevölkerung und auch eine ganz tolle Geschichte für alle Gäste, von denen es auch in Jenbach im Übrigen gar nicht so wenig gibt, die sie einfach, wo sie die Natur nochmal besser erleben, wo ich kann die weiterentwickeln, ich kann da Stationen machen, ich kann die für Kinder attraktiver machen, ich kann sie auch für Senioren attraktiver machen und ich denke, das ist Aufgabe des Tourismusverbandes. Bei uns der Aufhänger war, es gibt mehr oder weniger Beschwerden über Wanderwege und wir müssen uns dann in der Gemeinde damit auseinandersetzen. Die Schafhafenstellen hat dann der Bauhof ausgebessert, aber wir wollen eigentlich viel, viel mehr und das geht's. Danke. Hey. Ja, schönen guten Abend. Ich bin so überhaupt nicht vorbereitet, weil das so spontan gekommen ist, aber trotzdem tut mir schwer, wenn ich nichts sagen kann. Weil ich bin der Marc Herrlich von Meer, wir betreiben seit 40 Jahren den Campingplatz oben und wir haben keine Dauercamper, so wie sonst üblich im Sillertal oder Dormodum, sondern wir haben rein nur Urlaubsgäste im Sommer. Also unser Betrieb oben ist nicht so, dass 50% abgestellte Wohnwagen sind, wo die als Zweitwohnsitz verwenden, sondern sind rein Feriengäste, wo wir uns bemühen, dass sie eine Woche oder 14 Tage oder 3 Wochen dann den Urlaub bei uns da verbringen. Grundsätzlich muss ich sagen, stört es mich überhaupt nicht, wenn sie da eine neue Bewegung etabliert, überhaupt nicht, weil Konkurrenz belebt, man muss sich mehr anstrengen, wenn er Konkurrenz kriegt, dann muss ich mehr bemühen, mal schauen, was macht man falsch oder was könnte man noch besser machen. Also das muss ich sagen, würde ich überhaupt nicht deiner Meinung sein, sowas belegt gleich, dass es nicht einfach war, eine Marke wie die Silberregion zu positionieren, ne?
Ich meine, da sind wir jetzt auch alle klar. Es war nicht einfach. Sie haben eine gute Arbeit bis jetzt. Es wird viel Kritik geben. Haben aber auch eine gute Arbeit gemacht, muss ich sagen, dass wir heute so dastehen. Alles recht nach dem Kumkana, dass eine Bewegung reingekehrt, eine frische, ist auch meine Meinung. Das ist richtig. Etwas ist mir spontan eingefallen, weil die Frau Wildauer hat da etwas umgeschnitten, dass man über die Region ausschaut. Also für mich, wo wir die teilweise Urlaubsgäste haben, was 40 Jahre schon kommen, seit wir 73 angefangen haben, kommen sie jedes Jahr und bleiben drei Wochen, kann ich natürlich nicht nur mit der Region punkten, sondern ich muss über den Saun ausschauen. Die Marke Tirol ist an und für sich für mich das, der Schwerpunkt. Ich kann nicht sagen, ich kann das nicht verheimlichen, dass in Wattensohn die Geschallwelten sind und ich kann nicht verheimlichen, dass da oben jetzt ein toller Freizeitpark gebaut wird. Und wenn einer gern reinfährt, so wie sein Hexenwasser, dann werde ich es auch nicht verwehren können. Sondern ich muss das halt auch den Gast sagen, was ist, wir sind dankbar, wenn es da viele Dinge gibt, ob das Planetarium ist, ob das jedes, ich bin ja froh bei schlechtem Wetter, was haben wir denn, wo können wir die Leute hinschicken? Sie sind ja alle dankbar. Wenn man sagt, ich hätte einen guten Tipp von beim schönen Wetter, von mir aus Hinterhorn, ist auch nicht in unserer Region, aber natürlich schicken sie da auch auf. Also, wir müssen diesbezüglich, glaube ich, darf man nicht so engstirnig sein und nur unsere, was ist in der Region und alles andere, verheimlichen, was wir haben. Das sollte man ein bisschen offener sein, ein bisschen großzügiger sein, die anderen auch mit einbinden. Was mir, muss ich sagen, gut gefallen hat oder was ich sehe, ist, dass wir mit unseren, mit den Wanderkarten, mit den Wanderführern, mit den Bikeführern, da höre ich so eine gute Resonanz bei den Leuten, dass sie sagen, sie, sowas haben sie noch nie in der Hand gehabt. Also das ist eine richtig eine tolle Geschichte, muss ich sagen, so wie es mir von den Gästen wieder die Resonanz zurückkriegen. Zum Familiennest, vielleicht noch, weil das Stichwort vorher gefallen ist, ja. Wir sind auch ein Betrieb, ein Mitgliedsbetrieb von Familiennest. Seit einem Jahr haben wir uns ein bisschen intensiver versucht, in den Familiennest einzuklinken. Vorher waren wir zwar, aber haben unser Programm eigentlich immer alles selber gemacht. Ohne der Tourismusregion und ohne Unterstützung. Das kann ich auch sagen. Wir haben nicht einen Euro Unterstützung gekriegt. Wir haben zwischen 10.000 und 20.000 Nächtigungen in den drei Monaten. Haben aber noch nie einmal einen Euro Unterstützung gekriegt für die Sachen, was wir für die Familien, für die Kinder machen. Um ein Beispiel zu sagen, ich fahre seit 30 Jahren mit allen Kindern jeden Tag kostenlos, alle seit 30 Jahren jeden Tag, außer Sonntag im Sommer. Ich mache mit allen Kindern gratis Reiten, alle, nicht nur einmal mit dem Bonifahrt die Tiere rausfahren, sondern wir machen seit 30 Jahren mit, und wenn es 100 Kinder sind, mache ich es auch. Können alle Kinder drunter, können alle Kinder mitfahren mit der Kutschen, hat noch nie einer einen Euro gezahlt, und mit Bonnie reiten auch noch nie. Es ist mein Herzensanliegen, dass die Kinder zufrieden sind. Das geht in die Schulen dann schon weiter, die erzählen sie in der Schule. Es passiert uns oft, dass dann von der Schule auf einmal drei Familien zufällig da sind, weil es die Kinder in der Schule erzählt haben. Weil wer soll in wer bitte stehen bleiben und Urlaub machen? Wenn ihr mit der Benzin ausgeht, bleibt er nicht stehen. Warum soll ein Bär stehen bleiben, bitte? So muss ich halt durch das, dass wir keinen See dabei haben oder was anderes, muss ich mich halt bemühen mit Klettern, mit einem Kletterturm und mit anderen. Wir haben zum Beispiel auch viel mit dem im Wald gemacht, mit der Waldpädagogin, wo wir 700 Kinder gehabt haben im Sommer, was da mitgemacht haben. Kostenlos natürlich, selber finanziert. Ich möchte nur sagen, dass selber der Betrieb schon das Um und Auf ist. Das ist das Entscheidende. Dankbar sind wir natürlich, wenn für die Region auch positive Sachen da sind, wo wir halt auch ein bisschen Nutznießer sein können. Das war meine. Ja.
Ich versuche immer die Damen bevorzugen und um eine Selbstinitiative des Unternehmers oder der Unternehmerin, da könnte man sowieso nicht umgehen, glaube ich. Das, da machen viele einen sehr guten Job. Danke Martin, ich möchte mich kurz vorstellen, ich bin die Michaela Oberlechner und nachdem ich so diese intensive, anregende Kommunikation über das Familiennest gegangen ist, konnte ich mich jetzt einfach nicht mehr zurückhalten. Ich habe damals vor 16 Jahren in Stanz mit dem Tourismusverband das Familiennest gegründet, war 7 Jahre die Leiterin des Familiennestes Stanz, habe dann nochmal ein Jahr das versucht in Bilberg mit dem damaligen Geschäftsführer. Führer haben es umgesetzt auch und bin langjährige Leiterin der Kinderskischule Kellerjoch, habe in Stanz und in Werberg und Kellerjoch da die Kinderskischule geleitet und gegründet wurde das Familiennest von der Tirolwerbung. Vor 15 Jahren hat es sehr, sehr viele Geldmittel gegeben vom Land, also wo wir das gegründet haben, da war Geld, hat überhaupt keine Rolle gespielt. Und ja, das wollte ich jetzt einfach so mitteilen, dass für mich das einfach als Pädagogin und als Kinderskilehrerin und Erlebnispädagogik ganz massiv und auch in der Tirolwerbung die Familie und die Kinder einfach besser, du weißt, im Mittelpunkt steht. Und da wünsche ich mir einfach auch noch mehr Qualitätsentwicklung, Strategien für die Skischulen, für das Familiennest und einfach auch Geldmittel des Landes, die vor 15 Jahren massiv eingesetzt wurden, sind und für die Tirolwerbung, dass man eben diese Diskussionen dann vielleicht ein bisschen reduzieren kann. Danke. Sind wir auch vom Land heute da? Budget ist abgeschlossen. Meine Vorredner sprechen mir aus der Seele. Es ist vollkommen richtig, dass wir in unserer Region mit der Vielfältigkeit punkten können. Es gibt in Tirol viele Nächtigungsbetriebe, aber es gibt wenig Regionen, die so Vielfältigkeit haben. Und um was uns geht bei der ganzen Geschichte ist, eben genau zu evaluieren, wie ist das Familiennest wirklich in der Wertigkeit für die Region? Ist es wirklich so gut, wie jeder das Gefühl hat? Und wenn das so ist, dann sollte man das bitte verstärken. Aber wir müssen mal draufschauen, ob es so ist. Das ist das Einzige, was wir machen wollen. Wir wollen einfach strategisch mehr darüber nachdenken. Genau um das geht es am 20. November. Wir müssen versuchen, im Aufsichtsrat Leute zu positionieren, die Interesse haben, an der Zukunft des Verbandes mitzuarbeiten. Und der Aufsichtsrat hat viele Möglichkeiten. Er gibt die Richtung vor. Und er kann, wenn es hart auf hart geht und ein gewisses Gefühl da ist und der Vorstand jetzt nicht in die Richtung geht, auch klar sagen, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass es in die Richtung geht. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wir haben eine Strategie entwickelt und das ist unsere Vorgabe. Da kann er sagen, stoppen. Das kann nicht die Reise sein, wenn es nicht die Vorstellung des Aufsichtsrates ist. Und genau deshalb haben wir gesagt, wir wollen keine Listen oder keine Spitzenkandidaten präsentieren, sondern wir wollen Leute gewinnen, die so denken wie wir und die einfach hergehen und sagen, okay, wir wollen mitarbeiten und wir sind bereit, auch hineinzugehen in den Aufsichtsrat und wir wollen die Zukunft gestalten. Und wenn wir das schaffen, dann können wir uns dann unterhalten, wie regelt man das mit dem Vorstand. Und das muss ein gemeinsam sein. Und mich freut es total, dass halt die Werberger da sind und die Werer da sind. Es muss ja doch Interesse in der Region auf einmal da sein. Auch die Jemacher sind da, dass einfach was weitergeht. Und das muss das Ziel sein. Und deswegen haben wir uns formiert und deswegen treten wir auch an. Jetzt haben wir genau eine Stunde geplaudert und der Reinhard Schmitzer hat sich noch gemeldet. Ja, danke, ich bin der Reinhard Schwitzer, ich bin Vertreter oder Mitglied des Innenstadtausschusses im Schwarzer Gemeinderat. Für mich ist, der Axel hat gesagt, die Vielfalt, also die Vielfalt könnte man auch beschreiben als eierlegende Wollmilchsau, weil alleine der Name Silberregion Karwendel
ist ja eigentlich schon sehr zweideutig, weil das Silber hat mit Karwendel überhaupt nichts zu tun. Es hat nie ein Gramm Silber in Karwendel gegeben. Und es sind eigentlich zwei Bereiche. Der Karwendel ist für mich sicher einer der schönsten Naturparks der Welt, der sich ohne weiteres mit dem Yosemite in Kalifornien vergleichen können. Ich habe beides gesehen. Und man müsste da auf dieser Seite mal den Karwendel entsprechend bewerben. Und zwar weltweit eigentlich. Und zum Zweiten, wenn man die Silberregion sagt, dann meint man natürlich die Silberhauptstadt Schwarz. Und ich glaube, das wäre der zweite Punkt, dass man den Tagestouristen aus dem Bezirk in die Stadt Schwarz bringt. Ich glaube, die Arbeit, den Touristen nach Tirol bzw. in den Bezirk zu bringen, den nehmen uns eh andere ab. Die Zillertaler, die Achentaler bringen Millionen Nächtigungen. Wir brauchen nicht in Berlin oder in Hamburg Werbung machen für Schwarz, sondern wir müssen eigentlich von Meierhofen bis Achenkirch für Schwarz Werbung machen. Weil wenn es uns gelingt, die Gäste, die im tourismusreichsten Bezirk Österreichs sind, wenn die einmal in der Woche oder einmal in ihrem Urlaub nach Schwarz kommen und sich die Innenstadt anschauen, dann glaube ich, haben wir schon wahnsinnig viel getan. Und für mich natürlich als Innenstadtler ist der dringlichste Wunsch, dass also im Tourismus, anders wie in der Vergangenheit, Leute vertreten sind, denen, so wie mir, die Innenstadt von Schwarz am Herzen liegt. Danke. Gerade auf das, was der Reinhard gesagt hat, was ganz spannend ist, zu überprüfen, wenn man halt, sei es im Internet oder auch in persönlichen Gesprächen im Ausland, das Thema Karwendel sagt, kriegen 80% der Rückmeldungen Scharnitz. Scharnitz und Seefeld. Kann man abtesten. Ja? Und das ganz Spannende ist, wenn man im Internet oder woanders das Thema Silber eingibt, kommt Tarents. Die Silberstadt in Tirol ist Tarents. Mit dem schönsten Silbererlebnisumfeld, das man sich vorstellen kann. Und das, glaube ich, ist unsere Aufgabe. Wenn wir an dem festhalten wollen, dann müssen wir zumindest gleichwertig mit Tarents und mit Scharnitz auftauchen, sonst nutzt uns die Marke nichts. Entschuldigung für die Provokation. Also es liegt noch ein gutes Stück Arbeit vor uns, gemeinschaftlich vor uns. Wenn niemand mehr die Hand hätte, dann darf ich jetzt dann Michael. Man hat ja meine Meinungen zum DVB sehr oft schon gehört. Ich war früher der Meinung, er gehört abgeschafft und den Gemeinden übertragen. Das hat sich dahingehend ändern müssen, weil ich mit dieser Idee dann abgetan wurde als Spinner. Ich sage es ganz offen, also speziell vom Landhaus habe ich dann blöde Meldungen bekommen. Warum habe ich das getan? Ganz einfach. Ich habe auch diese Positionierung vermisst. Ich bin Unternehmer, bin Beitragszahler und sogenanntes Stimmvieh. Ich habe mich so gesehen. Viele meiner Unternehmerkollegen wissen nicht, warum sie zur Wahl gehen sollten, denn nicht einmal dieses Leitbild, von dem wir heute sprechen, ist ihnen geläufig oder bekannt. Mir auch nicht, das muss ich so sagen, es gibt kein Leitbild und es gibt keine ordentliche Orientierung für diesen Verband. Ich wurde dann von dieser Gruppe eingeladen, an einer Sitzung teilzunehmen und habe dann erkennen können, dass diese Weite und Offenheit eine sehr zielführende sein kann und muss. Die Öffnung, das Gerichte und Denken, das wir in den Gemeinden immer wieder erleben, hat sich im DVB fortgetragen und ist wahrscheinlich das größte Hindernis, das wir haben. Da ist es jetzt zumindest einmal gelungen, viele Gemeinden unter einen Hut zu bringen. Und ganz entscheidend wird heute sein, die Botschaft auch an meine Unternehmer, Kolleginnen und Kollegen. Freunde, interessiert euch ein bisschen, es gibt eine Bring- und eine Hohlschuld. Vielleicht auch ein provokantes Beispiel. Wenn die Vorschreibung von der Kirchensteuer kommt, dann habe ich ein bisschen was vom Budget drinnen stehen und wo meine Gelder hingehen. Beim DVB habe ich das nicht. Ich bekomme schlichtweg eine Einladung. Mittlerweile hinten mit einem Vordruck, das ist sehr, sehr löblich. Das war früher ein eigener Zettel, das hat man sich dann ausbilden dürfen. Das ist jetzt alles einer. Also das ist schon eine klare Botschaft. Man hat da versucht einzusparen. Mit diesem Zettel werde ich aufgefordert zu wählen, aber ohne Leistungsbericht. Natürlich kann ich mit diesem Leistungsbericht bei meinen Sitzungen, zu denen ich auch eingeladen bin, einmal im Jahr holen. Aber wie gesagt, es gibt eine Bringschuld und eine Hohlschuld. Und ich würde mir als Unternehmer erwarten, dass die Information an unsere Unternehmer, die ja fleißige Beitragszahler sind, eine bessere ist
und würde mich auch wünschen, dass sich Unternehmerkollegen einbringen wollen und in diesen Aufsichtsrat vertreten sind. Also nicht nur Ächtigungstouristiker, Touristiker allgemein, sondern auch Unternehmer. Die sollen nicht nur zahlen, sondern auch die Informationen weitergeben und wo wissen, warum sie zahlen. Ich glaube, das ist entscheidend. Danke. Eine Anfrage auch im Internet. Wieso lasst man den DVB nicht einfach nur den Beherbergungsbetrieben, um auf die Frage von Michael zurückzukommen und die Position. Wir haben ungefähr das Verhältnis, dass aus den Aufenthaltsabgaben 175.000 Euro in etwa erlöst werden und 1,3 Millionen durch die Beiträge der Unternehmerschaft. Also ist es ganz wichtig, was du formulierst, dass also die Unternehmerschaft die Rechenschaft bekommen soll, aber auch nicht faul auf der Haut liegen soll, sondern sich einbringen soll. So ist es. Gut. Wir brauchen Mitstreiter. Das ist natürlich der Appell am Schluss. Wir versuchen zu überzeugen. Geht's hinaus? Markus, ich nehme dich natürlich noch dran. Wir versuchen. Ja, machen wir es gleich. Ich glaube, ich brauche mich immer vorstellen. Ich bin für alle ein Begriff. Ich möchte mich mal herzlich bei allen bedanken, die da heute gekommen sind, weil ich glaube, dass das ein wichtiger Prozess ist, dass wir in der Region ein Stück weit weiterkommen und das nach alle Meinungen gefragt. Ganz wichtig ist aber auch vorhin, Erik, was du gesagt hast, wenn man nicht alles in der Region persönlich gefällt und viele Sachen immer wieder zu Diskussionen führen, glaube ich, ist doch der Ansatz sehr gewesen, in der Vergangenheit Lösungen zu finden, Lösungen für alle zu finden, die sich einbringen möchten, die sich eingebracht haben. Gleichzeitig ist es aber natürlich als Touristikverband sehr, sehr schwierig, allen Anforderungen und Wünschen gerecht zu werden. Und ich hoffe, dass wir künftig alle miteinander noch mehr gemeinsame Lösungen finden. Ich möchte aber ganz offen auch sagen, die Wünsche, die ich hier heute alle gehört habe, viele, glaube ich, sind sicherlich wichtig und machbar und auch zielführend, gerade wenn ich Richtung Strategie denke, wenn ich Richtung SWOT Analysis denke, was du auch gesagt hast, Andreas, das ist sicherlich so Sachen, da muss der DVB noch mehr tun. Denkt aber mal zurück, wie das vor Bayern ausgeschaut hat, was das für ein Haufen war, diese Region. Also nicht jetzt negativ gesehen, aber wir waren 12 Gemeinden, jeder hat es für sich gedacht, am besten zu tun und auf einmal hat das Land gesagt, ihr seid jetzt eins, macht es mal. Wie die da angefangen haben beim Touristenverband, das war ganz eine feine Aktion, das kann ich eigentlich sagen, mit dem müssen wir zum Streiten kommen, weil der Vorstand sagt das, der Aufsichtsrat hat da eine Idee und ich stehe mittendrin und die Unternehmer und die anderen Vereine und alle anderen Beteiligten haben ganz andere Ideen. Und dann müsst ihr mal zusammenbringen, diesen ganzen unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Forderungen, unterschiedliche Gegebenheiten in einen Guss zu bringen, dass man versucht, das Gemeinsame irgendwo zu finden und gleichzeitig trotzdem noch alle unterschiedlichen Anforderungen, die wir haben, reinzubringen. Es gibt einen starken Nächtigungstourismus, der auf Urlaub ausgibt. Es gibt Nächtigungstourismus, der stark ist, der auf Nacht ausgibt. Es gibt Sehenswürdigkeiten. Es gibt spezielle Bedingungen, was das Inhalt anbelangt. Es gibt spezielle Bedingungen, was es an Werbebedingungen anbelangt. Wir haben die Eng hinten dabei, die ist über 1,5 Stunden entfernt. Das sind Sachen, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch an, aber denkt euch das einmal durch. Das ist nicht so locker vom Hocker innerhalb von kurzer Zeit zusammenzubringen. Und ich persönlich hätte mir gewünscht, wie ich damals anfange, dass wir das viel, viel schneller erreichen. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass jetzt auch das Interesse von vielen da ist, das mehr mitzutragen, weil davon lebt das Ganze. Je mehr Menschen sich in das ganze Konstrukturistenverband einbringen und je mehr wirklich konstruktiv bereit sind, da was mitzutun, desto leichter wird es sein, diese ganzen Ideen, diese ganzen Themen zu transportieren. Wenn jeder immer nur sagt, na, ich möchte das haben, was ich bisher gehabt habe, und keinen Zentimeter anrücken, ja, das haben wir in der Vergangenheit gehabt, dann ist es schwierig. Und genau das ist der Punkt, wenn wir uns auf Gemeinsamkeiten, auf gemeinsame Ziele und auch gemeinsame Nenner einigen können, dann tun wir uns sicher sehr, sehr viel leichter. Und ich glaube, wir müssen uns trotz allem bewusst sein, es wird eine große Vielfalt auch nach wie vor geben und es wird nicht immer für jeden alles genau gleich mundgerecht sein. Deswegen gibt es im Vorstand vielleicht nicht die ganze Schuld, sicherlich hat er viele Sachen nicht immer perfekt gemacht. Da kann man geteilter Meinung sein, die einen sagen so, die anderen sagen so. Letztlich aber, glaube ich, kann man auch den Herrn nicht wirklich sagen, dass sie jetzt die letzten 4 Jahre das komplett gegen die Wand gefahren haben. Weil so schlecht sind wir nicht, aber ich möchte nur mal zum Abschluss noch mal sagen, und ich finde es gut, dass wir da Bewegung reinbringen, dass wir es weiterbringen. Herzlichen Dank.
Ich bin also im Aufsichtsrat vom Tourismusverband, bin der Einzige, der im Aufsichtsrat ist, also im Vorstand, der Christian Schröser. So ist es nicht, dass da die Leute der Wirtschaft im Aufsichtsrat sind. Ja, nur, sie gehen nicht her, das ist das Problem. Wir haben also Leute, die haben sich hier reinwählen lassen, ob das der Ledermann-Martin ist, der Dörfer-Serge, der Kronan-Hannes und so weiter. Die haben Betriebe, wo sie nie Zeit haben dafür. Also bitte, wenn ein neuer Aufsichtsrat kommt und der sich aktiv einbringt, kann ich das nur begrüßen, das ist super. Wir haben einen Leute dabei gehabt, die also nicht so wahnsinnig viel Ahnung haben vom Geschäft, vom Geschäftlichen, die so eine Bilanz lesen, sich schwer tun. Ja, was will so einer, der keine Bilanz lesen kann, kritisieren, wenn er nicht weiß, was für was ausgeben wird. Also so ist es nicht, dass nichts da nur ist, aber es war super, wenn wir jetzt einen neuen Aufsichtsrat, einen stärkeren Aufsichtsrat bringen könnten bei den nächsten Wahlen, dass wir da aktiver nicht jetzt gegen den Vorstand, sondern mit dem Vorstand arbeiten können. Nutzt nichts, wenn man sich einreden lässt und man tut dann nichts. Das war jetzt einmal die Bitte. Dem Axel brennt noch was unter den Nägeln. Mir brennt eins ganz, ganz stark jetzt unter den Nägeln. Markus, du hast von Schuld gesprochen. Wir geben niemandem eine Schuld. Und wir werfen auch dem Vorstand nichts vor. Überhaupt nicht. Und das haben wir, glaube ich, jetzt über eine Stunde lang demonstriert. Und gesagt, wir wollen ein Miteinander haben. Es kann nur miteinander gehen. Ja. Und mir hat es wahnsinnig gefreut, dass du gesagt hast, ja, wir brauchen eigentlich mehr Strategie. Und an dem müssen wir arbeiten. Und damit gehe ich davon aus, dass du das, was da umgestanden ist, für gut hast. Weil im Grunde genommen erleichtert dir das dann die Arbeit. So habe ich deine Botschaft verstanden. Du warst froh, wenn sowas da ist. Und deshalb geht es bitte zur Wahl hin, unterstützt uns, ich mache jetzt ganz beinharte Wahlwerbung, weil wir wollen das umsetzen mit unserer Liste, die noch nicht steht. Jeder ist eingeladen mitzuarbeiten und bitte kommt und macht das, was der Michael gesagt hat, nehmt euch Unternehmertum her, eure Pflicht da, dass hier geht's und geht's wohl. Bitte. Dem ist in dem Sinne nichts mehr hinzuzufügen. Danke fürs Kommen. Bleibt engagiert, hell und wach und bringt es auch ein. Und Markus, danke dir auch noch fürs Kommen. Du hast gemerkt, es herrscht ein konspirativer Geist oder konstruktiver Geist. Das war jetzt der Freund. Jetzt wird es interessant. Raus damit. Und du hast selber von Zusammenarbeit gesprochen. Die werden wir nützen im Sinne der Region. Glück auf, wenn wir uns sagen. Es gibt noch Möglichkeiten.